Wir müssen heute einmal über das Thema Co-Hosting bzw. das Management von Wohnungen anderer sprechen und vor allen Dingen darüber, dass das eben vielleicht nicht der schnellste Weg ist, sich ein profitables Business aufzubauen im Bereich der Kurzzeitvermietung und vor allen Dingen vielleicht auch nicht der richtige Weg ist, dein Geschäft in diesem Bereich zu skalieren. Und ja, was ist Co-Hosting eigentlich? Co-Hosting, das ist die Verwaltung von Ferienwohnungen anderer. Das heißt, irgendjemand hat eine Ferienwohnung, die möchte er nicht mehr selber betreiben und statt sie dir jetzt beispielsweise zu vermieten, stellt er sie dir zur Verwaltung zur Verfügung. Das heißt, du bist hier der Verwalter dieser Ferienwohnung, der sogenannte Co-Host und managt diese Wohnung für einen Dritten. Ob das jetzt jemand ist, der sie angemietet hat oder der Eigentümer ist, ist ganz egal. Du verwaltest jetzt diese Wohnung. Dafür erhältst du Geld, nämlich ein Anteil an den Umsätzen, die da laufen, typischerweise zwischen 15% und 25%, und kümmerst dich dafür um die verschiedensten Themen, zum Beispiel darum, dass die Gästekommunikation läuft. Du bist derjenige, der ans Telefon beispielsweise geht. Du inserierst auf den verschiedenen Portalen. Du kümmerst dich um das ganze Pricing. Du hast den Check-in im Griff und machst gegebenenfalls auch Leistungen vor Ort. Zum Beispiel kann es sein, dass du dich um die Reinigung kümmerst, um die Wäschelogistik kümmerst, dann wärst du aber eher im oberen Bereich, 25% da typischerweise, oder machst eben reine digitale Dienstleistungen. Warum müssen wir über das Thema Co-Hosting sprechen? Nun, es ist so, dass momentan in den Markt das Konzept Co-Hosting quasi gepusht wird als das neue Shiny Object, als die neue Wunderwaffe im Bereich der Kurzzeitvermietung, wie du jetzt irgendwie mit nahezu 0 Euro einsteigen kannst in das ganze Thema Kurzzeitvermietung, dass das wunderbar dafür geeignet ist, hier sich ein flexibles Business aufzubauen. Und ich möchte heute dir entsprechend da mal ein bisschen die Kehrseite dazu geben, denn ich selber weiß logischerweise, was Co-Hosting ist. Wir haben da auch Trainingsinhalte bei uns entsprechend dazu. Ich habe in meinem Buch Zweizimmerküche Cash über das Thema Management ebenfalls geschrieben und wir haben das vor allen Dingen auch selber schon gemacht. So, das Ding ist, die Marketingbotschaft, die momentan in den Markt rausposaunt wird, ist halt eben Co-Hosting. Das ist der risikofreie Weg, mit 0 Euro durchzustarten im Bereich der Kurzzeitvermietung. Die Praxis sieht da ein bisschen anders aus. Das Problem beim Co-Hosting ist nämlich, dass du erstmal passende Objekte finden musst. Weil was du auf jeden Fall hier haben möchtest, sind Wohnungen, die dir dauerhaft zur Verfügung stehen. Das heißt, was du nicht machen möchtest, ist dich jetzt in einem Homesharing-Modell irgendwo um einzelne Unterkünfte zu kümmern, wenn der Eigentümer mal für 14 Tage im Urlaub ist. Denn für 14 Tage im Urlaub heißt, du kannst vielleicht 10 Nächte verbuchen für 100 Euro. Das heißt, du hast 1000 Euro Umsatz gemacht. Davon hast du dann meinetwegen 20%. Herzlichen Glückwunsch, da hast du 200 Euro damit verdient, dass du mal für diese 14 Tage dich um die Wohnung gekümmert hast. Wirklich reich wird man damit auf jeden Fall nicht. Und vor allen Dingen ist das auch sehr, sehr komplex, wenn du das jetzt in diesem Homesharing-Modell machen würdest. Naja, weil du hast dann die Wohnung mal für 10 Tage zur Verfügung. Und dann zum Beispiel 3 Monate nicht und dann hast du sie wieder kurz zur Verfügung und so weiter. Das macht nicht wirklich Sinn, sondern du möchtest auf jeden Fall Wohnungen haben, die du durchgehend selber auch entsprechend betreiben bzw. managen kannst. So, und um solche Wohnungen zu finden, da muss man natürlich auch entsprechend Akquise machen. Das heißt, am Thema Akquise kommt man auch beim Thema Co-Hosting eben nicht vorbei. Und das darf man hier an der Stelle nicht vergessen, du bist extrem abhängig vom Eigentümer, weil typischerweise schließt du einen Vertrag, ich hoffe auch einen richtig vernünftigen Vertrag, der sollte auch eine entsprechende Laufzeit haben, aber der Eigentümer kann dich natürlich auch kündigen. Das heißt, wenn du deinen Job beispielsweise nicht machst, dann kann es sehr gut sein, dass der Eigentümer dir irgendwann kündigt und dann ist die Wohnung, die du gerade managst und dein Geschäft, was du damit machst, weg. So, jetzt ist es so, dass wir selber in der ganzen Zeit, die wir im Bereich der Kurzzeitvermietung aktiv sind, in Summe 3 Wohnungen auch in diesem Co-Hosting-Modell schon betrieben haben. Ich weiß also sehr genau, wovon ich hier an der Stelle spreche. Und ich kann dir sagen, bei Wohnungen, die so ungefähr 3.000 Euro im Monat produzieren, da wirst du vielleicht Innenumsatz haben von 500 Euro pro Monat pro Wohnung, ja. Was heißt Innenumsatz? Naja, da könnte man natürlich sagen, jo, wir haben hier umgesetzt 3.000 Euro in dem Monat mit dieser Ferienwohnung, aber das ist ja Geld, was du an den Eigentümer weiterleitest oder was erstmal an ihn kommt. Das ist zwar dann vielleicht der Außenumsatz, den du generiert hast, aber ja auch nicht
dein Umsatz, sondern du hast eben davon dann deine 15%, 20%, 25%. So, von diesem Geld musst du natürlich dann auch Sachen bezahlen, die in deiner Zuständigkeit liegen. Also wenn du zum Beispiel anbietest, hey, ich mache Revenue Management Pricing, dann brauchst du natürlich die entsprechenden Tools dafür. Wenn du sagst, ich verwalte deine Wohnung, dann brauchst du ein entsprechendes Tool dafür. Und in der Regel wird es so sein, dass du das auch entsprechend bezahlst. Das heißt, natürlich hast du davon auch Kosten. Und dazu kommt eben, dass du 100% abhängig bist. So, das möchte ich zum Beispiel nicht sein. Ich möchte mich nicht abhängig machen, großartig von anderen. Und wenn du jetzt mit einem Eigentümer zusammenarbeitest, der kann im Prinzip, wenn du einen falschen Vertrag auch noch wählst, von heute auf morgen sagen, du, ich brauche dich nicht mehr, ich mache das lieber selber. Das heißt, dein Geschäft, das hängt am seidenen Faden, das hängt an anderen Eigentümern. Und jetzt wird da draußen eben auch rumposaunt, jo, dafür hast du auch gar nicht diese ganzen rechtlichen Themen und bist da risikofrei unterwegs. Naja, pass mal auf, das Ding ist, auch wenn du jetzt eine Ferienwohnung verwaltest, dann möchtest du ja auch keine illegalen Ferienwohnungen verwalten. Das heißt, das rechtliche Thema, nur weil man jetzt einen Co-Host hat, ist ja nicht auf einmal verschwunden. Das Risiko gegenüber den Ämtern liegt vielleicht an der Stelle beim Eigentümer, aber trotzdem ändert es nichts daran, dass man eine Nutzungsänderung für diese Wohnungen braucht, wenn man sie auch als Co-Host dauerhaft vermietet. Sollte sich der Eigentümer natürlich drum kümmern, aber trotzdem hast du damit einfach, wenn du dich gar nicht drum kümmerst und da auch nicht Acht gibst, schon eine entsprechend tickende Zeitbombe bei dir im Portfolio. Weil wenn die Behörde irgendwann mal diese Wohnung zumacht, dann macht sie die zu. Und dann ist auch völlig egal, ob du gerade der Co-Host bist oder nicht. Dann läufst du vielleicht nicht unbedingt in eine Strafe rein, aber dein Geschäft ist halt an der Stelle trotzdem platt, wenn die Wohnung nicht legal betrieben wird. Im Gegenteil wird es sogar eher so sein, dass wenn du einen Eigentümer hast und du trittst als sein Co-Host auf, dass er auch von dir die Expertise erwartet, dass du ihn auf diese Sachen hinweisen kannst. Also an der Stelle zu sagen, jo, das ganze rechtliche Thema ist für dich komplett irrelevant, geht halt aus meiner Sicht absolut fehl, weil eine illegale Wohnung bleibt eine illegale Wohnung, auch wenn du sie im Co-Hosting-Modell verwaltest. Dazu wird es dann auch noch recht spannend im ganzen steuerlichen Bereich, im Bereich Zahlungsfluss, ja, an wen wird ausgezahlt, weil du betreibst ja auf jeden Fall, wenn du Co-Host bist, eine gewerbliche Tätigkeit. Das heißt, hier brauchst du ein Gewerbe, sowas wie Vermietung und Verpachtung wird da schon wieder schwierig. Und da muss man gucken, wer schreibt jetzt eigentlich die Rechnung aus? Ist das auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung oder ist das fremder Name, fremde Rechnung? Wie ist das mit der Umsatzsteuer? Das heißt, steuerlich ist das Thema Co-Hosting gar nicht mal so trivial. Abseits davon kommt dir natürlich als Co-Host hier auch eine besondere Verantwortung zuteil. Also wenn ich jetzt Eigentümer wäre und ich würde mir einen Co-Host suchen, der meine Wohnung verwalten soll, da würde ich auf jeden Fall sehr großen Wert darauf legen, dass mein Co-Host sich auch der Verantwortung bewusst ist, die er da trägt. Weil du bist am Ende des Tages dafür verantwortlich, dass der Eigentümer das Maximum aus dieser Wohnung bekommt. Also das Ganze irgendwie mal so ein bisschen nebenbei zu machen und sich nicht richtig drum zu kümmern, das funktioniert auf gar keinen Fall, weil dann gibt es schlechte Bewertungen, da wird der Eigentümer auch drauf gucken und dich entsprechend hier auch zur Rechenschaft ziehen beziehungsweise von dir eben erwarten, was hier los war und Antworten darauf zu bekommen. Das heißt, du hast hier eine besondere Verantwortung und musst der entsprechend auch Rechnung tragen, weil ansonsten bist du, hatten wir gerade schon, den Kunden auch sehr, sehr schnell wieder los. Das Ding ist, dass du ja in der Alternative bei Rent-to-Rent genau dieselben Sachen eigentlich tust. Auch hier musst du Akquise machen, auch hier musst du einen Eigentümer überzeugen. In dem Falle halt ein Eigentümer einer Immobilie, nicht ein Eigentümer einer Ferienwohnung. Aber vor allen Dingen operativ hast du hier dieselben Tätigkeiten. Du musst dich im Zweifel um die Reinigung kümmern, um die Wäsche. Und deinem Eigentümer ist im Co-Hosting übrigens egal, wie du das machst. Du hast es einfach zu machen. Du musst ans Telefon gehen, du musst erreichbar sein, du musst die Nachrichten beantworten, du musst die Inserate pflegen, du musst die Preisstrategie im Griff haben. Genau dasselbe, als wenn du die Wohnung voll betreiben würdest, weil du sie angemietet hast beispielsweise. Das Einzige, was du vielleicht nicht machst, ist die Kosten zu tragen für die Möblierung und vielleicht das Mietrisiko. Aber auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, wenn du verhandeln kannst, kannst du sowas wie eine Möblierung dir auch bezuschussen lassen. Naja, und das Kostenrisiko, wenn der Eigentümer dir sagt, hey, nächsten Monat brauche ich die Wohnung mal komplett für mich selber, da hast du nämlich original
0 Euro Umsatz. Ja? Wohingegen du auf der anderen Seite natürlich dein Glück einfach immer selber in der Hand hast. Und selbst bei dem Einrichtungsthema, naja, sind wir mal ehrlich, nicht jeder Eigentümer wird die Wohnung so eingerichtet haben, wo du sagst, hey, die passt eigentlich perfekt zu mir und genauso hätte ich es auch gemacht. Und dann die Diskussion anzufangen, hey, eigentlich müsstest du mal komplett neu möblieren oder du müsstest hier mal 5.000 Euro in Deko investieren. Naja, das musst du auch erstmal hinbekommen. Und insofern, ja, würde ich mir halt mal Gedanken machen, statt jetzt vielleicht Co-Hosting zu machen, vielleicht selber die Wohnung anzumieten, damit mehr Marge, mehr Innenumsatz zu haben, mehr Spielraum, vor allem die volle Verfügungsgewalt, weil die Aufgaben, die du operativ am Ende des Tages machst, sind dieselben. Ja, und das ganze Thema Finanzierung von so einer ersten Wohnung oder von Arbitrage-Wohnung beispielsweise, das lässt sich auf die verschiedensten Wege lösen. Und es ist eben auch nicht zwangsläufig so, dass du einfach mit 0 Euro jetzt in das Thema Kurzzeitvermietung starten kannst und nächstes Jahr da entsprechend ein Riesenbusiness aufgezogen hast. Dauert perspektivisch eher länger, weil die Margen halt entsprechend kleiner sind. Das Ding ist, aus meiner Sicht ist Co-Hosting jetzt nicht absolut verkehrt. Ja, weil Co-Hosting kann man ganz gut nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Standort schon aktiv ist, um hier wirklich sein Geschäft irgendwie aufzubauen oder weiter auszubauen, das Portfolio größer zu machen. Das war auch der Grund, warum wir eben schon mehrere Co-Hosting-Wohnungen hatten. Denn wir haben gesagt, hey, wir haben hier eine Infrastruktur in Augsburg, wir haben schon unser Backend entsprechend da und demzufolge macht es einfach Sinn, ein paar mehr Einheiten zu betreiben, damit ein bisschen mehr Umsatz zu generieren, also Innenumsatz, weil wir einfach damit unsere Reinigungskräfte beispielsweise besser auslasten konnten. Ja, dafür ist Co-Hosting sehr, sehr gut geeignet. Aber um damit richtig Geld zu verdienen, naja, da würde ich halt zum Beispiel eher auf eine Immobilie zurückgreifen, die ich mir vielleicht für dieses Geschäft anmiete, wo ich 100% des Umsatzes entsprechend habe. Weil, naja, mit 500 Euro, die dir dann vielleicht bei so einer Einheit übrig bleiben, dann machst du im Zweifel auch keine Riesensprünge damit. Wo Co-Hosting tatsächlich wirklich lukrativ wird, ist dann irgendwann bei sehr großen Einheiten, sehr großen Ferienhäusern oder wenn das Portfolio auch wirklich, wirklich groß ist. Co-Hosting in den USA zum Beispiel ist wesentlich verbreiteter als hier in Deutschland, macht da aber auch einen anderen Sinn, wenn du zum Beispiel mal so eine Unterkunft für 500 oder 1000 Dollar am Tag verkaufen kannst und das regelmäßig. Da gibt es natürlich auch für dich als Co-Host eine entsprechend spannende finanzielle Komponente. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Co-Hosting betreiben würdest für Studio-Apartments, wo du vielleicht irgendwie 100 Euro die Nacht haben oder aufrufen könntest, naja, dann bist du vielleicht irgendwie am Ende des Tages bei 20 Euro, die du an Umsatzbeteiligung hast. Dafür hast du aber die ganze Arbeit, den ganzen operativen Stress, musst dich gegebenenfalls um die Reinigung kümmern, musst die Nachrichten beantworten, musst erreichbar sein, weil der Eigentümer, der beauftragt genau dafür dich, der beauftragt dich, dass er nicht mehr erreichbar sein muss, dass er nicht mehr die Nachrichten anschauen muss. Und naja, wenn du dir jetzt überlegst, wie lange brauchst du, bis du mal irgendwie einen Monatsumsatz hast, der bei 10.000 Euro oder höher ist, wo es dann vielleicht irgendwann auch mal Sinn macht, jemanden anzustellen, na, da brauchst du dann bei 500 Euro Innenumsatz auf jeden Fall schon mal 20 Co-Hosting-Unterkünfte. Und demzufolge dauert es einfach länger, hier wirklich zu skalieren. Plus die Komplexität steigt in der Regel mit jeder einzelnen Wohnung. Weil was eher die Seltenheit sein wird, ist, dass du wirklich größere Objekte komplett in der Verwaltung hast. Also wo du nicht nur eine Wohnung hast, sondern vielleicht 5 oder 10. Und demzufolge wärst du halt eher mit einzelnen Wohnungen unterwegs, brauchst davon relativ viele. Die funktionieren alle unterschiedlich. Da hast du hier Nuki, da hast du eine Schlüsselbox. Und insofern ist das halt in der Skalierung auch entsprechend komplex. In jedem Fall ist mir aber wichtig, dir mitzugeben, Co-Hosting ist jetzt nicht die eine Strategie, die hier durchschlagend Erfolg hat, sondern hat eben auch da seine Caveats, kann Sinn machen, das ergänzend zu machen. Und wenn man wirklich sein komplettes Geschäft darauf aufbauen möchte, dann muss man tatsächlich wirklich hergehen und sagen, okay, ich mache eine richtige Firma, eine Agentur daraus und ich skaliere das, weil du brauchst halt einfach wesentlich mehr Einheiten in der Verwaltung, um zum Beispiel jetzt, wenn du über Rent-to-Rent gehen würdest, dieselben Strukturen hinzustellen, ganz einfach, weil du wesentlich weniger Marge beziehungsweise Umsatz an dem Ganzen hast. Und das ist mir wichtig, dir an dieser Stelle einmal mitzugeben, damit du da nicht von Anfang an irgendwie direkt einen Weg einschlägst, der vielleicht gar nicht so viele
Aussichten auf Erfolg hat, wie man vielleicht irgendwie suggeriert bekommt. Ansonsten können wir dir natürlich helfen bei allen Wegen im Bereich der Kurzzeitvermietung, also natürlich auch beim Thema Co-Hosting machen wir jeden Tag mit unseren Kunden und Kundinnen bei B&B Pro Hosting. Und ich lade dich gerne ein, bei uns in ein kostenloses Erstgespräch zu kommen auf bnbprohosting.com, kannst dich dort anmelden und dann schauen wir mal im Erstgespräch drauf, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und welche Strategie ist es, die dich eigentlich ans Ziel führen wird. Kann sein, dass vielleicht Co-Hosting sogar in Ergänzung zu dem, was du heute schon machst, eine ganz probate Lösung ist. Kann aber auch sein, dass das für dich das absolut falsche Konzept ist. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye bye.